Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Emergency 4. Das organisierte Verbrechen versucht, in ihrer Stadt Fuß zu fassen. Sie müssen die Lage unter Kontrolle bekommen. Verhaften Sie alle Schwerverbrecher und versorgen Sie sämtliche Opfer und transportieren Sie sie ab. Alles klar. Medizinischer Notfall. Eine Person hat einen schweren Herzinfarkt erlitten. Behandeln und abtransportieren. Und wie immer ist es eigentlich... Wie immer fast ist es am Anfang ein medizinischer Notfall, der wo uns alarmiert, wo wir alarmiert werden, so rum. Das ist aber immerhin was Neues, so das organisierte Verbrechen versucht bei uns Fuß zu fassen. Na, das wollen wir natürlich mal verhindern. So, es müsste eigentlich, wenn die Musik sich ändert, müsste es jeden Augenblick eigentlich... Wie fährt der denn? Ja gut. Warum nicht? Dann müssen wir jetzt noch eine Weile warten. Das organisierte Verbrechen Achtung, versucht bei uns... Es wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet. Verhaften Sie den Täter und transportieren Sie ihn ab. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Geht das jetzt als Schwerverbrecher? Verhaften Sie denn Dings? Das machen wir jetzt mal am besten mit Sonderwagen, also Schütze. Und normalen Fahrzeug, damit wir das gleich nachalarmiert werden können. Wo rennt der denn hin? Achtung, ein Brandausbruch wurde gemeldet. Wahrscheinlich durch eine weggeworfene Zigarette ausgelöst. Löschen Sie die Brände. Hast du das Gefühl, den kriegen wir nicht mehr? Ja. Der hätte mal einfach nur hier einmal quer durch müssen. Durch den Wald. Bisschen schade, aber passiert. Gut, immerhin können wir die angeschossene Lady wieder behandeln. Aber allerdings wahrscheinlich sehr unbefriedigend für die Familie, dass sie da jetzt nicht wissen, wer auf die Dame geschossen hat. So, ab ins Krankenhaus, jetzt. Jetzt zum Thema Brandbekämpfung. Oh, du stehst ein bisschen zu nah an den Flammen. Yeah. Erstmal alle eure langen Schläuche rausholen. So. Du dahin, Rest. Das Fahrzeug. Du auch. Ich duldet hier keine Arbeitsverweigerung. Löschen. Ich weiß nicht, ich finde Löschen immer so laut. Nach 22 Uhr darf nicht mehr gelöscht werden, es ist zu laut. Fällt unter den Lärmschutz. So, viel brennen tut jetzt nicht mehr. Achtung, es wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet.
Verhaften Sie den Täter und transportieren Sie ihn ab. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. So, ganz schnell dorthin, Gewaltverbrechen. Da wurde abgeknallt. Die Polizei ist immerhin schnell vor Ort, aber die kann nicht viel machen. Sonderwagen. Du bist einfach so unglaublich langsam. Brandausbruch durch ein defektes elektrisches Gerät. Kümmern Sie sich um die Brände. So, der schießt es erstmal eine Weile da drauf. Meine Fresse, irgendwie habe ich das Gefühl, die Stadt ist ein bisschen dümmer geworden. Was das angeht. Prügelt euch mit dem! Tötet ihn! So. Du gehst wieder auf Zentralposition. Ja, dich nehme auch direkt wieder mit. Wie sieht es hier aus mit dem Brand? Offensichtlich nicht schlecht. Oh. Mittlerweile brennen da schon zwei Bäume. Oh, die Taube muss da aus dem Weg. So, dann sollten wir jetzt den Feuerlöschdienst da erledigt haben. Haben wir Gewaltverbrecher? Wie viel haben wir da schon? Noch eine drei. Eine Person hatte einen Schlaganfall. Sofort behandeln und abtransportieren. Was wo denn? Nehmen an, im Gebäude. Ich sehe den bisher nicht. Noch zwei Schwerverbrecher. Ich alarmiere gleich mal eine Polizeistreife nach. Fahrzeug steht zur Verfügung. Was machst du da? Das ist der kleine Dance. Kleine Dance-Einlage. Achtung, es wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet. Verhaften Sie den Täter und transportieren Sie ihn ab. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Sag mal. Irgendwo ist hier einer, der unsere Hilfe braucht. Haben wir Bauno nicht gefunden. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug wird gemacht. Höre auf dem Roger. Ja. So geht's nicht, hier einfach so Leute abknallen. Hier wieder doch da hoch. Da ist noch so ein... Hier wurde irgendwo auch noch einer abgeknallt. Da. Oh. Im Vorgarten. Im Vorgarten. Das ist natürlich mehr wie brutal. Achtung. Ein Brandausbruch wurde gemeldet.
Oh, es brennt noch nebenan. Eine weggeworfene Zigarette ausgelöst. Löschen Sie die Brände. Ja, ein bisschen verwirrt so. Da muss ich hin. Wo ist da oben die Leiche? Achtung, die Tür muss mit einer Axt eingeschlagen werden. Okay, ich muss hier irgendwo noch. Ich weiß gar nicht so ganz, was da los ist. Ah, da brennt's. Wo ist mein Notarzt? Ja. Ich finde die Leiche nicht. Oh! Brandausbruch durch ein defektes elektrisches Gerät. Kümmern Sie sich um die Brände. Fahrzeug 6 hört. Schon unterwegs. Waren wahrscheinlich auch noch wir. Ja. Auf dem Weg. Der wird tot sein, ja klar. Das war jetzt ein bisschen peinlich. Na gut, das passiert. Sehr erfolgreich waren wir mit dem Ding hier ja nicht. Eine Polizei gleich noch nachalarmieren, also einen Polizeistreifenwagen. Schadet auf jeden Fall nicht. Brand durch elektrisches Gerät, der ist noch offen. Achtung, es wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet. Verhaften Sie den Täter und transportieren Sie ihn ab. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. So, Krankenwagen, ab dahin. Sehr viele Frauenpower haben wir heute. Es wurde ein Brandausbruch gemeldet. Ursache unbekannt. Löschen Sie die Brände. Brandausbruch. Oh weh. Fahrzeug 6 hört. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Fahrzeug ist gemacht. Was ist das denn bitte schön? Die Dons auf dem Weg oder wie? Achtung, ein Brandausbruch wurde gemeldet. Wahrscheinlich durch eine weggeworfene Zigarette. Okay, um den kümmere ich mich jetzt überhaupt nicht mehr. Löschen Sie die Brände. Ja, danach, hier sollten wir einen neuen Einsatz kriegen. Außerdem, bis ich da angekommen bin. Nee, da brennt uns jetzt leider der Stadtpark ab. Ich hab gleich Feierabend. Tut mir leid. Ah, oh, löschen ist wie immer laut. Ich hab da was für Sie. Ein neuer Einsatz. Sehr dringend. Schauen Sie auf die Landkarte und klicken Sie dort auf das markierte Einsatzgebiet, um den Einsatz zu starten. So,
Einer meiner Lieblingseinsätze, der Hochgeschwindigkeitszug, der entgleist ist. Und ich würde sagen, diese Mission schauen wir uns beim nächsten Mal an, wenn es wieder heißt Emergency 4 mit mir, Sebastian. Und bis dahin, tschüss!